Neuer Monat, neues FAQ. Es ist wieder Zeit für eine weitere fröhliche Fragerunde und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute beantworte ich für euch insgesamt 15 Fragen, die ihr mir mit dem Hashtag FragMike gestellt habt. Denkt an das Google-Dokument in der Videobeschreibung, was die Fragen angeht. Fangen wir mal mit der Fragenbeantwortung an. Zu Frage 1, die kommt von Veltix. Hashtag FragMike, kennst du mich noch? Na sicher, du bist doch derjenige, der mich bei einem Ungarn-Rennen F1 2018 zur Weißglut getrieben hat. Hier ein kleiner Clip und liebe Leute, stellt die Boxen leiser. Ich habe mir alles mögliche gemacht, um das bei mir zum Laufen zu bringen. Also nicht so... Weltkriegs, Alter! Mann! Zu Frage 2, die kommt wieder von Veltix, diesmal mit einer richtigen Frage. Hashtag fragt Mike, sollten mehr Formel 2 Fahrer in der Formel 1 fahren? Zum Beispiel Leclerc, Norris, Albon sind Beispiele, wo man ja ruhig auf jüngere Fahrer setzen kann. Definitiv, Nick de Vries oder Nicolas Latifi sehe ich schon bald in der Formel 1, wobei der Kanadier schon als möglicher Kubica-Nachfolger gehandelt wird. Testfahrer bei Williams ist er ja schon. Mal sehen, wer noch alles mit rüberkommt. Zu Frage 3, die kommt von Angezockt. Hashtag fragt Mike, inwiefern wirken sich mehr PS auf den Motor aus? Also wenn ein Team zum Beispiel ein Update mit 20 PS mehr bringt. Was genau ist dann besser am Motor? Ich hoffe mal, ich habe das richtig gelesen. Die Einspritzung wird angepasst und das Benzin-Luftgemisch auch. Kann auch sein, dass der Turboladerdruck erhöht wurde und der wiederum mehr Boost bringen soll, was Red Bull und Honda in Baku gemacht haben. Da haben sie nämlich 20 PS mehr aus dem Boliden herausgekitzelt. Zu Frage 4, die kommt von Patrick Road to eSport. Hashtag fragt Mike, wieso gab es mehrmals ein Comeback bzw. wurde die Strecke mehrmals aus dem Rennkalender genommen? Zwei einfache Punkte. Mangelndes Zuschauerinteresse und die fehlende Finanzierung. Zu Frage 5, die kommt von Testery. Hashtag fragt Mike, glaubst du, die großen Tage von Adrian Newey sind vorbei oder kann er nochmal eine richtige Sensation raushauen wie bei March, Williams oder Red Bull? Er ist ja schon sehr lange dabei, aber ich bin der Meinung, dass er definitiv noch die ein oder andere große Nummer an einem Boliden installieren wird. Zu Frage 6, die kommt von Giuliano B. Der stellt gleich drei Fragen. Hashtag fragt Mike, wie viele Frontflügel hat jeder Fahrer am Wochenende zur Verfügung? Da musst du die Fahrer nach dem Österreich Grand Prix mal fragen, denn die haben ihre Frontflügel so verbraten wie die Reifen. Ich meine mal etwas von 3 bis 4 Frontflügel pro Fahrer gehört zu haben, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Zu Frage 2, warum sitzt Toto Wolff nicht wie jeder andere Teamchef am Kommandostand? Das ist wohl sein Lieblingsplatz, keine Ahnung warum. Und zu Frage 3, was denkst du, wie ein Formel 1 Spiel von EA Sports und wie ein FIFA Spiel von Codemasters aussehen könnte? Das gab's ja schon mal und was das andere angeht, juckt es mich ungefähr so viel wie ein umgekippter Sack Reis in China. Zu Frage 7, die kommt von Patrick Weinen. Hashtag fragt Mike, sag mal, weißt du warum? Wenn ein Ferrari nicht gewinnt, sondern auf Platz 2 oder 3 kommt, er sich nicht richtig freuen darf, das sehe ich besonders bei Leclerc. Ja, warum wohl? Weil er gewinnen will. Niemand gibt sich mit P2 oder P3 voll zufrieden. Zu Frage 8, die kommt von MitsoSerock. Hashtag fragt Mike, mit welchem Programm schneidest du deine Videos und wie lange brauchst du durchschnittlich für ein Video? Das Programm nennt sich Sony Movie Studio Platinum 13. Ich bin aber am Überlegen, ob ich auf Sony Vegas Pro 14 umsteige. An alle diejenigen von euch, die das Programm haben, bitte einmal Vor- bzw. Nachteile in die Kommentare schreiben. Und was die Videos angeht, das kommt ganz drauf an, ob es Crazy Moments sind oder eine gewöhnliche Folge F1 News. Aber ich habe das mal zusammengefasst. Crazy Moments 20 Stunden, F1 News um die 5 Stunden, F1 einfach erklärt, welches ja nach der Sommerpause eingestellt wird, mehrere Tage bzw. sogar Wochen und dann FAQ 3 bis 4 Stunden etwa. Zu Frage 9, die kommt von Kenny on Fire LP. Hashtag fragt Mike, weißt du, wie lange der Österreich Grand Prix noch seinen Vertrag hat? Ja, das weiß ich. Bis einschließlich 2020. Das heißt wohl, dass bald verhandelt werden muss. Apropos verhandeln. Verhandeln braucht man bei einem Grand Prix so schnell erstmal nicht, denn wisst ihr, welcher Grand Prix den längsten Vertrag abgeschlossen hat? Kanada. Sie bleiben bis einschließlich, und jetzt Achtung, 2029 in der Formel 1. Das wird sicherlich den ein oder anderen von euch sicher freuen. Zu Frage 10, die kommt von Michael Lohl. Eben bei den Nachrichten von RTL haben sie von der Formel 1 aus Kanada berichtet. Hamilton berührte ja Ende Sektor 2 die Wand mit seinem Hinterreifen, aber RTL bezeichnete diese Wand als Wall of Champions. Hab mich geschämt. Oh Gott. Hashtag fragt Mike, wie würdest du die Leistung von RTL bezüglich der Formel 1 in 3 Worten zusammenfassen? Ich schaffe es in 2 Worten. Achtung RTL, Kritik und meine ehrliche Meinung incoming. Es ist schon hart peinlich, wenn man nicht mal weiß, wo die Wall of Champions auf dem Circuit Gilles Villeneuve ist. Erstens, unfassbar peinlich, gerade Heiko, ich quatsche ständig über das Team Radio Wasser, ist dort fehl am Platz, da er in meinen Augen gar keine Ahnung von diesem Sport hat und er versucht manchmal krampfhaft witzig zu sein, was ständig nach hinten losgeht. Ich bin bei weitem nicht der Einzige, der so denkt. Christian Danner hat durchaus Ahnung von diesem Sport als ehemaliger Fahrer, aber Wasser, obwohl er seit 1993 die Formel 1 moderiert, überhaupt nicht. Ich verstehe einfach nicht, wieso dieser Sender an dieser Person festhält. Man kann diese Person auch schon so ein bisschen mit Marcel Reif von Sky vergleichen, der auch so ein Gelaber von sich gegeben hat. Und wie er immer 8
und Kimi Räikkönen bitte und oh, cringe dein Urgroßonkel. Und dieser Journalist hat schon 350 Grand Prix moderiert. Es gibt weitaus kompetentere Moderatoren da draußen. Und zweitens, laufende Dauerwerbesendungen. Und ja, liebe Leute, das meine ich wortwörtlich. Diese immense Flut von Werbeunterbrechungen, boah, das ging mir so hart auf die Nerven. Da habe ich mich immer wieder gefragt, hey RTL, wollt ihr vielleicht noch ein bisschen Formel 1 zu eurer Werbung oder was ist da los? Selbst FIA-Präsident John Todt hat den Sender, was das angeht, kritisiert. Ich habe von 2010 bis Herbst 2018 RTL gucken müssen, da ich kein Sky oder F1 TV Pro abschließen wollte. Jetzt habe ich Sky Ticket für 30 € im Monat und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der A, keine Werbung haben möchte und B, Sascha Roos als kompetenten Moderator zuhören möchte, der wirklich sehr viel Ahnung von diesem Sport hat und in meinen Augen wenigstens emotional rüberkommt, was Herr Wasser nicht einmal ansatzweise hinbekommt, da er manchmal über das nächste RTL-Event labert, was wirklich kaum jemanden juckt. Also, liebe RTL-Zuschauer, ihr tut mir wirklich leid, dass ihr das noch ertragen müsst. Zu Frage 11, die kommt von Patti Rico. Hashtag frag Mike, denkst du, dass Gassi diese Saison noch auf das Podium kommt? Bei einem absoluten Chaosrennen mit vielen Ausfällen kann ich mir das vorstellen, ansonsten... Nein. Er wurde ja beim Heim-Grand Prix von Red Bull von Max Verstappen überrundet und das heißt schon was. Mir ist auch zu Ohren gekommen, dass er angeblich Adrian Newey gesagt haben soll, wie er sein Auto bauen soll und der wiederum meinte, er soll seinen Fahrstil an den von Max Verstappen anpassen. Meiner Meinung nach ist diese Saison die letzte des Franzosen bei Red Bull und Gerüchten zufolge steht wohl ein anderer Fahrer in den Startlöchern, nämlich Lucas Auer, der zufälligerweise für Red Bull in der Superformula in Japan fährt. Zu Frage 12, die kommt von Sascha Loll. Hashtag frag Mike, welches Team wird deiner Meinung nach Weltmeister, wenn Mercedes, Ferrari und Red Bull nicht in der Formel 1 wären? Da fällt mir wirklich nur ein Team ein, nämlich McLaren. Für mich sind sie derzeit ein Team mit einem Traumfahrerduo Norris und Sainz. Sie machen in letzter Zeit wirklich alles richtig und wenn die drei Top-Teams diese Saison nicht anwesend wären, würde ich das britische Traditionsteam ganz klar als Titelfavoriten einstufen, könnte auch an Andreas Seidel liegen, der seit Mai für McLaren arbeitet und das Team wieder zu einem Top-Team führen soll. Zu Frage 13, die kommt von Jabo02. Hashtag frag Mike, wie schaffen es die Formel 1 Teams aus nur 1,6 Liter Hubraum so viel PS herauszuholen? Du darfst dabei aber auch nicht vergessen, dass es noch zwei weitere Motoren im Boliden gibt. Der Turbolader-Druck spielt eine Rolle, der in die Höhe getrieben wird und somit hat der Motor noch mehr Leistung. Und auch die Einspritzung spielt eine Rolle. Zum Beispiel hat BMW 1983 völlig kranke 1430 PS aus dem Turbomotor geholt, da sie den Turboladerdruck auf total bekloppte 5,1 Bar brachten und das im Qualifying. Aber auch im Rennen waren es immer noch über 1000 PS. Zu Frage 14, die kommt von Niklas Grünloh. Hashtag frag Mike. Welche aktuellen Formel-1-Fahrer haben schon Kinder? Insgesamt 4 bzw. 5. Sebastian Vettel ist Vater von 2 Mädchen. Kimi Räikkönen ist Vater von einem Jungen und einem Mädchen. Romain Grosjean ist Vater von 2 Jungs und einem Mädchen. Sergio Perez ist Vater von einem Jungen. Und Daniel Kvyat wird bald Vater. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, kann ich dir leider nicht sagen. Und damit kommen wir auch zur letzten Frage, die kommt von Janibar. Hashtag frag Mike. Wie wahrscheinlich ist es, dass Nico Hülkenberg 2020 für Red Bull fährt? Da ich vorhin schon erwähnt habe, dass möglicherweise Lucas Auer bald für Red Bull fahren könnte, wäre Hülkenberg außen vor. Allerdings ist es ja nur ein Gerücht und ich würde Nico so gerne in einem Top-Team fahren sehen, da er schon so lange dabei ist und er noch nie auf dem Podium stand. Warten wir mal ab, vielleicht gibt es ja für ihn noch Hoffnung, was das Top-Team angeht. So, liebe Leute, ihr seid an der Reihe. Bombardiert mich wieder mit Fragen für das nächste FAQ im August und vergesst den Hashtag FragMike nicht. Das war's mit der Fragerunde für den Monat Juli. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.